Er ist wieder da. Seit dieser Saison steht Thorsten Frings wieder im Rampenlicht. Der Titelsammler von einst ist Trainer beim Drittligisten SV Meppen. Ich finde die dritte Liga erstmal super interessant, ist sehr ausgeglichene Liga. Ja, man ist wieder mit einer Mannschaft zusammen, man erlebt wieder Fußball, Emotionen, Adrenalin, gewinnen oder verlieren. Das ist das, was ich so mein Leben lang hatte und dass man einfach auch, oder was ich einfach auch für meine Zukunft auch brauche. Schon als Spieler war ihm klar, dass er anschließend Trainer werden wollte. Habe natürlich nie damit gerechnet, dass ich irgendwann mal ein Bundesliga-Trainer bin oder mal jetzt wie jetzt beim SV Meppen in der dritten Liga arbeite, sondern eher mein Traum war immer, meinen kleinen Jungen mal irgendwann, den ich damals noch nicht hatte, vielleicht irgendwann mal zu trainieren. Aber leider hat mein ältester Sohn keinen Bock auf Fußball. Dafür hatte Darmstadt Bock auf Thorsten Frings. Bei den Lilien übernimmt er 2017 zum ersten Mal einen Posten als Cheftrainer. Erst ein halbes Jahr in der Bundesliga, dann ein halbes Jahr in der zweiten Liga. Dann kommt der Rausschmiss. Ja, das hat mich total fertig gemacht, muss man auch ehrlich sein, ne? Weil das mir eben auch nicht gewohnt ist. Man hat als Fußballer eine relativ erfolgreiche Karriere gehabt, hat bei den besten Vereinen in Deutschland gespielt. Und dann wünscht man sich natürlich, dass es als Trainer auch so läuft, ne? Seine zweite Station als Cheftrainer im Profifußball ist also Meppen. Hier ist alles etwas weniger prätentiös und unaufgeregter. Hier ist wenig Luxus, aber ich denke, das brauchen wir auch nicht unbedingt. Die Jungs, die hier kommen, die herkommen, wollen sich entwickeln, die wollen zeigen, was sie drauf haben, um dann vielleicht irgendwann mal einen Sprung auch zu schaffen zu einem besseren Club, größeren Club. Aber ich muss sagen, es ist absolut professionell hier, man hat alles hier, was man braucht. Und für mich ist es optimal hier. Im beschaulichen Emsland ist der ehemalige deutsche Meister, Pokalsieger sowie Vize-Europa- und Weltmeister natürlich die Attraktion. Hat mich richtig drüber gefreut, weil das ja vorher auch eine Zeit lang war, dass das, wie soll ich das sagen, in der Schwebe war, wer wird Trainer. Und ja, Thorsten steht natürlich auch für ehrliche Arbeit, für Fußball, mit Dampf, mit Leidenschaft, bodenständig. Authentisch, und das fand ich einfach super. Privat spricht er nicht viel, so über private Sachen, aber über Sport jeden Tag. Wenn ich in sein Zimmer komme, er ist am Videoanalyse machen oder irgendeine Taktik und mit seinem Co-Trainer Björn Müller oder Mario Neumann, die reden nur im Büro über Fußball, da kommen wir kaum dazwischen mit anderen Sachen. Also er ist schon fußballbegeistert. Ich habe ihn auch gleich gefragt, was wir besser machen können oder so, und er sagt, das läuft alles gut, nur etliche Getränke müssen aus dem Kühlschrank raus. Cola oder so. Trainer sein ist halt total komplex und ist ein 24-Stunden-Job. Das nimmst du mit nach Hause, du hast permanente Gedanken um deine Mannschaft, was du besser machen willst, was du wie du aufstellen willst, Kadernominierungen, was du trainieren willst. Guckst dir dann dabei noch den Gegner an, was machen die besonders. In seinen 16 Jahren als Profikicker hat er selbst viele namhafte Trainer erlebt. Neben Thomas Schaaf hat ihn noch ein zweiter entscheidend geprägt. Matthias Sammer war sehr wichtig in meiner Dortmunder Zeit, der mich auch davon überzeugt hat, zum BVB zu wechseln. Und welcher Fußballer träumt nicht davon, vor der Südtribüne zu spielen und vor den geilen Fans und dann dieses schwarz-gelbe Trikot zu tragen. Das war schon was Besonderes für mich. Und als ich mich dann das erste Mal getroffen habe mit Matthias Sammer, war für mich auch relativ schnell klar, dass ich das unbedingt machen möchte. Vom Charakter haben wir schon sehr gut zusammengepasst. Wir waren beide so ein Stinkstiefel, sage ich jetzt mal, so ein bisschen. Und das hat direkt gepasst. Wir waren auf einer Wellenlänge. Und von ihm habe ich auch unheimlich viel gelernt. Nach 6 Jahren bei Werder also der Wechsel nach Dortmund und im ersten Spiel schon nach 4 Minuten gleich das erste Tor. Davon träumt man natürlich als Fußballer, ne? Leider haben wir nicht gewonnen, haben noch das 2-2 bekommen. Aber das erste Tor, leider nicht von der Südtribüne, aber das erste Tor für den BVB war natürlich mega, mega geil für mich. Von 2002 bis 2004 trägt er das schwarz-gelbe Trikot. Auch wenn er keinen Titel bejubeln darf, blickt er gerne auf diese Zeit zurück. Mega wichtiger Verein. Ich hab mich super wohl gefühlt da. Ich hatte eine tolle Zeit und super Mitspieler. Sebastian Kehl, Lars Ricken, Roman Weidenfeller, Amarose, Rositzki. Das war eine traumhafte Mannschaft mit einem überragenden Trainerteam mit Uwe Neuhaus und Matthias Sammer. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich bin auch ein Stück weit stolz, dass ich da spielen durfte. Dribbler ist sein Spitzname und wir haben eine tolle Zeit miteinander hier gehabt bei Dortmund. Haben viel auch privat miteinander unternommen.
Außer vom Platz, das habe ich einmal erlebt, dass es bei mir an der Tür schellt und ich mache die Tür auf, steht Thorsten vor mir und erklärt mir, obwohl er gerade am Kreuzband operiert worden ist, dass er mit der Harley gerade vorbeigefahren ist und hat mich einfach besucht. Und ich sage, sag mal, wie kannst du mit dem Kreuzbandriss Harley fahren? Aber er konnte eigentlich vom Prinzip her alles. Also der hatte da kein Risiko gescheut. Ja, ich war schon so ein bisschen crazy halt, ne? Ich habe das, ja, das war sicherlich nicht richtig von mir. Aber ich war halt sehr eng mit Roman befreundet, bin ich auch immer noch. Und wir haben viel Zeit miteinander verbracht und ich konnte halt nicht trainieren und hatte halt Langeweile. Da habe ich gedacht, was machst du jetzt? Und dann bin ich ihn mal besuchen gefahren. Aber ich kann auch so einige Sachen über den Roman erzählen. Also die hören wir uns bei Gelegenheit natürlich auch gerne mal an. Bleibt aber die Frage, warum nur 2 Jahre beim BVB? Ich habe dann halt morgens einen Anruf bekommen von Professor Niebaum. Und ja, er hat mir halt gesagt, Thorsten, wir brauchen Geld, sonst sind wir bankrott. Und wir haben ein Angebot für dich, für Bayern München, von Bayern München. Da habe ich gesagt, ja du, aber ich will ja eigentlich gar nicht weg, ich fühle mich ja sauwohl hier. Ja, aber wir brauchen das Geld und geh mal in dich und überleg dir, ob du das machen möchtest. Ich rufe dich in 3-4 Stunden wieder an. Und ich habe dann gedacht, oh mein Gott, was mache ich dann da jetzt? Natürlich mit der Frau gesprochen und zumal ich auch wusste zu dem Zeitpunkt, dass Matthias Sammer am Ende der Saison auch aufhört, habe ich dann entschieden, dann das zu machen. Ich freue mich, dass ich indirekt ja dem BVB dann auch ein bisschen helfen konnte dadurch. So hat sein Transfer 9 Millionen Euro in die Vereinskasse gespült. 2013 hängt er seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel und wird Fußballlehrer. Mit dem Vertrag unterschreibst du auch gleichzeitig eine Kündigung, ne? Weil du wirklich nie weißt, wie lange es geht. Du bist halt extrem von Ergebnissen abhängig. Aber Fußball ist und bleibt halt ein Qualitätssport. Und je mehr Qualität du zur Verfügung hast, desto besser siehst du auch als Trainer aus. Und von daher ist es nicht immer ein einfacher Job, sag ich mal. Na, wenn es ein einfacher Job wäre, bräuchte man dafür auch keine Typen wie Thorsten Frings.